Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit herzlich willkommen zu The Binding of Isaac Rebirth. Endlich! Wir lassen das alte Isaac hinter uns und spielen Rebirth. Und ihr seht schon, es ist viel pixeliger. Zudem kann man 3 Files auswählen. Wie geil ist das denn bitte? Und ich habe schon Vollbild eingestellt, bla bla. Wir können eigentlich sofort neues Game starten. Ich werde mit Gamepad spielen, so viel ist klar. Und wir müssen erstmal alle wieder freischalten. Es sollte eigentlich genauso sein. Eden? Oh, neuer Charakter. Oh, wer sind das denn alles? Wir müssen neue Charaktere auf jeden Fall freischalten wieder. Wie gehabt. Ja, es sind 3 neue dazugekommen, wie ich das sehe. Nice. Gut, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Isaac an. Die Musik. Ja, und ihr seht schon, es sieht alles ganz anders aus. Viel pixeliger, aber auch viel smoother und alles Mögliche. Oh, ich muss jetzt erstmal rauskriegen, wie man das mit dem Controller spielt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die Bomben lege. Ihr seht doch schon, links sind jetzt die Bomben und nicht mehr oben. Und die Karte ist da ganz rechts. Das ist jetzt alles besser integriert, nicht mehr oben einfach so eine Leiste. Und ja, ich muss mal gucken. Boah, wie geil das einfach aussieht. Ich mag diesen Stil irgendwie. Ach, guck mal, da bleibt man sogar hängen. Das ist gut zu wissen. Und werden wir langsam über den teilen? Ich glaube schon. Wie nice das einfach aussieht. Muss man sich aber erstmal dran gewöhnen. Hi. Na, ihr seid der ersten Gegner, die ich besiege. Was? Alter. Ich freue mich gerade richtig. 10 Bomben müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh, wir können uns sogar richtig schnell bewegen, wenn wir uns noch bewegen. Und die kann man anscheinend nicht kaputt machen. Hammer nice. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt über eine Stunde darauf gewartet in Steam. Oh, du bist ein neuer Gegner. Was bist du denn für einer? Na? Und wie die auch auseinanderfetzen. Ey, ja, über eine Stunde habe ich gewartet, weil um 19 Uhr sollte ja eigentlich das Spiel freigegeben werden. Aber irgendwie war Steam dann ein bisschen sehr langsam und dann musste man warten. Und jetzt wurde das erst für mich so 7:45 freigeschaltet, deswegen kommt die Folge auch später als geplant. Wir haben keine Schlüssel, deswegen können wir da nicht rein. Ich wüsste auch gar nicht, was das ist. Was ist denn das Zeichen? Soll das einen Shop darstellen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir jetzt die Grafik, so wenn ich das spiele, doch recht gut. Und da ist eine Bombe im Stein. Moment, wie setze ich denn Bomben ein? Damit? Oh ja, tatsächlich. Hammer nice. Hammer nice. Wie geil das auch aussieht. Und man kann es endlich in Vollbild spielen, ohne Ränder und alles Mögliche.
Boah. Ich freue mich gerade richtig. Und ich finde es richtig nice, wie die einfach auseinanderfliegen. So, was werden wir tun? Wir werden jetzt einfach eine volle Runde Isaac hier spielen. Oh, habt ihr den coolen Schatteneffekt gesehen? Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Dingle, neuer Boss. Yay, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was der kann. Oh, okay, er kann dashen auf jeden Fall. Okay, Dingle. Und er ist erschöpft, wenn er das macht. Oh, voll der süße. Süßer Scheißhaufen. Und ich vermute einfach mal, dass ich richtig hart failen werde jetzt die ersten Runden. Wegen ganz vielen neuen Items. Oh Gott. Und weil die Steuerung halt doch irgendwie ein bisschen anders ist. Der kann einfach Scheißhaufen spawnen. Oh, süßes Kleines. Nein, wir haben nur noch ein halbes Herz. Ja gut, das ging ja schnell. Okay, wir versuchen es nochmal. Oh weia. Damit bin ich bestimmt der Einzige, der jetzt in Rebirth gleich am Anfang gestorben ist. Little Brimston. Evil Friend. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben einen kleinen Brimston dabei. Und zwei Pillen. Ich habe keine Ahnung, wie setze ich denn Items ein? Ah, was steht da? Amnesia? Nein, jetzt sehen wir die Map nicht mehr. Oh, zwei Batterien? Können wir die nicht aufsammeln? Wieso können wir die nicht... Okay, das wird alles sehr merkwürdig werden. Durch die Pille haben wir einfach vergessen, wie die Map aussieht. Richtig nice. Ach ja, wir haben... Ich komme nicht drauf klar, was ist denn hier los? Boah, die tun doch bestimmt weh, wenn ich dagegen laufe, oder nicht? Soll ich es aus... Nee, ich probiere es lieber nicht aus. Sieht aber so aus, als wenn jetzt diese roten Scheißhaufen werden aus... aus Breath of the Lamb, also dass sie auch wehtun. Die neuen Sounds sind auch richtig cool, finde ich. Die klingen viel trauriger. Alter. Ich habe mich echt... Das war spannender, auf dieses Isaac zu warten, als auf ein Neujahr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich so drauf gefreut. Ja, Monstro, dich kennen wir doch, aber du siehst irgendwie böse aus als früher. Oh, guckt euch an, wie smooth er einfach hüpft. Und der Boden bewegt sich. Wie geil ist das denn? Guckt es euch an. Alter, ich liebe das Spiel jetzt schon. Krass. Bin mal gespannt, wie viele Items es gibt insgesamt. Ich habe noch gar nichts über dieses Spiel erfahren. Nur, dass es halt diese eine Lunge gibt von Monstro. Die kann man einsammeln. Dann kann man genauso schießen wie Monstro. Oh, wir haben tatsächlich unseren ersten Boss besiegt. Und Speed and Range. Okay, wir gucken trotzdem böse. Ich will nochmal kurz zurückgehen, weil ich glaube, wir haben irgendeinen Raum vergessen. Soll ich da... Ja, komm, wir laufen da... Ja. Wie gedacht. Und wir können da unten rein, aber das bringt uns nichts. Deswegen sprengen wir das einfach mal auf. Ich habe auch noch keinen blauen Stein gesehen. Ich hoffe, es gibt noch blaue Steine. Im goldenen Raum waren wir drin, haben wir den Little Brimston bekommen. Zwei Schlüssel haben wir, bringt uns nichts. Und nach einem Geheimraum können wir auch nicht suchen. Ich hoffe, der Geheimraum, also dass die Mechanik hinter dem Geheimraum immer noch so ist wie beim alten Isaac. Weil sonst bin ich ja richtig aufgeschmissen, dann finde ich die gar nicht. Okay, die Animationen sind aber dieselbe, die Zwischensequenzen da. Das ist scheinbar ein Challenge-Raum. Oh, und hier haben wir gleich eine neue Ebene. Das ist so geil, weil dieses Isaac ist ja auf Breitbild. Das alte war ja irgendwie 3:4 nur. Und das hier ist Breitbild. Und das heißt, wir können ja einfach einmal quer rüberlaufen. Das ist doch voll geil. Dadurch werden die Ebenen viel riesiger und die Räume. Und dadurch hat man viel mehr Spielraum von den Designmöglichkeiten etc. her. Alter Schwede. Und guckt euch an, wie die Scheißhaufen kaputt gehen. Die Animation. Die sind richtig gut. Oh weia, jetzt gibt es ja einfach richtig viele Räume, wo du rausgehen kannst. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, man merkt das auch an meiner Stimme, dass ich das richtig feier gerade. Mann, Mann, Mann. Gut, noch so ein Riesenraum. Oha. Yo, verfolgt mich alle. Go, go. Wie nice. Richtig nice.
Ich liebe es. Mit diesem Spiel werde ich noch sehr viel Freude haben. Boah. Da lohnt sich ja sogar die 60 FPS mal zu machen. Muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme. Hi. So, wir haben ja sogar zwei Schlüssel. Allerdings ist hier noch ein Gegner. Was haben wir hier? Ah, schade. Kein neues Item, nur Mom's Slip. Oh, blödes Feuer. Mom's Pet. Gut, wie setze ich denn Items ein? Ich probiere es gleich mal aus. Hier. Ah, okay. Und was seid ihr für coole Leute? Die sehen ja auch witzig aus. Aber haben anscheinend nicht so viele Leben. Der sieht aus wie ein Boomer von Left 4 Dead. Eine Karte. The Lover. Sollte ja genau dasselbe machen wie beim alten Isaac. Hoffe ich doch. Heißt also zwei Herzen geben. Zwei rote. Krass. Ich freue mich so. Was ist das denn? Broken Magnet. It kinda works. Ah, stehen hier unten jetzt die Trinkets oder wie? Gut möglich. Warte, war da oben ein Boss? Wieso sind wir nicht zum Boss gegangen? Ja, hier ist der Boss. Hä? Ich hab den voll übersehen. Larry Jr. Jo! Wie stark ist denn bitte unser Brimsten-Dings? Und da haben wir unsere erste Errungenschaft freigeschaltet. Nice one. Was ist das für ein hübsches Item? Koffeinpillen? Okay. Was, wie setze ich das nochmal ein? Achso. Paralyse? Was? Paralyse? War das einfach nur eine Pille, die wir bekommen haben? Nicht mal ein richtiges Item, oder wie? Moment, hier waren wir schon. Und es gibt ja auch einen lokalen Multiplayer-Modus in dem Spiel. Den werde ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, wenn sich jemand findet in meiner Umgebung, der mal mitspielen möchte. Wird das auf jeden Fall aufgeben. Und ich hoffe wirklich, dass es einen Mod oder sowas geben wird, dass man den Multiplayer-Modus auch irgendwie im Internet spielen kann mit anderen Leuten. Das wäre richtig episch. Dann gibt es auf jeden Fall auch Multiplayer-Sachen, die ich hier machen werde. Auf jeden Fall. Wollen wir die haben? Ja. Ups. Ich musste erstmal klarkommen mit den ganzen Steuerungen. Weil ich ja mit der... Lack hab. Da ich mit dem Controller spiele. Und ich habe eben gemerkt, man kann hier Items aufsammeln, ohne dass das stehen bleibt. Das ist auch gut. So. Ich glaube, wir hatten richtig viel Glück mit diesem Baby, das wir da eingesammelt haben. Und wir haben volle Leben. Heißt das... Das heißt doch, wir können jetzt in den Challenge-Raum, oder? Oder war das einer, wo man nur ein Leben haben durfte? Ja, okay. Dann können wir da doch nicht hin. Oh, wie schnell wir sind. Jui. Boah. Voll krass. Hä? Goldener Raum? Waren wir da schon drin? Ja. Okay, okay, ja, ja, gut. Gut, gut, gut. Alles bestens, ich bin nur ein bisschen sehr verwirrt. Gewöhnt man sich aber schnell dran an den Grafikstil, muss ich sagen. Auch wenn ich sagen muss, dass mir die alte Musik besser gefallen hat. Oh, die ist ja richtig riesig, die Spinne. Obwohl, hier gefällt mir die Musik gut. Die ist so saudüster. Guck mal, das Baby schießt automatisch los, wenn ich getroffen werde. Ist auch interessant. Das Little Brimston Baby. Das ist ganz cool. Wie seht ihr denn aus? Ihr seht überhaupt nicht mehr süß aus. Im letzten Isaac seid ihr wenigstens süß aus, wenn ihr einfach nur auf mich zugegangen seid. Ist halt alles ein bisschen düsterer hier, ne? Merkt man schon. Aber so wollte das der Edmund McMillan ja ursprünglich haben. Er konnte das nur nicht so designen, weil er... Ist der Empress? Hat er denn zum Boss teleportiert? Ah, machen wir. Jo, erstmal eine Bombe verschwenden, weil ich nicht weiß, was ich drücken muss. The Empress hat er nicht zum Boss teleportiert, verdammt. Weil er eingeschränkt worden ist durch Java. Hä? Achso, hier kann man rüberschießen.
Was? Voll die... Wie heißen die aus Mario? Skelett-Typen. Ich muss da erstmal drauf klarkommen, dass ich jetzt mit dem rechten Stick die Pillen einsetze und mit dem linken die das andere Teil. Drei Kisten. Das hört sich ja richtig nice an. Die machen einfach so Furzgeräusche, wenn sie spucken. Jo, die Geräusche gefallen mir richtig. Och, wein doch nicht so. Ma. Es ist doch echt krass, dass dieses Spiel so viel Hype bekommen hat. So richtig viel. Es ist ein, aber es ist ein Indie-Spiel. Und Indie-Spiele bekommen eigentlich nicht so einen Hype. Vor allem nicht zu Release. Ist ja denn, es wird jetzt ein Minecraft 2 oder sowas rauskommen. Da kann man das natürlich verstehen. Aber bei sowas ist schon krass. Oh, eine Supertrollbombe. Haben wir die auch mal gesehen. The Moon. Noch so eine Batterie. Ich weiß aber nicht, was sie bringt. Die letzte konnten wir ja nicht... Nee. Was ist denn, wenn wir unser... Ah, verdammt. Das muss ich umstellen. Aber auf jeden Fall. Wenn wir das einsetzen und jetzt die Batterie einsammeln... Ach so, dann ist sie wieder vor... Okay. Wie kommen wir hier raus? Ach da. Ah, das war der Geheimraum. Es gibt also doch Geheimräume. Okay, sehr gut. Alter, die sehen ja richtig schrecklich aus. Ja, blöd, dass ich jetzt meine Bomben irgendwie verschwendet habe, beide. Weil ich noch nicht mit der Steuerung klarkomme. Die sehen voll böse aus. Stirb bitte einfach. Oh Gott. So. Da hätten wir einen goldenen Raum, in den wir noch nicht rein können. Ich liebe es. Guckt euch auch die Wand an. Da kommt einfach Wasser runter und es tropft hier auch überall. Als wenn wir in so einer Höhle wären. Ist doch richtig geil. Okay, ich feiere das Game jetzt schon. Erste Folge, ich feiere es. Bestes Game ever. Yeah, yeah. Und wundert euch nicht, wenn ich jetzt richtig failen werde. Amnesia. Nee, wieso sollten wir Amnesia einsetzen? Ich kenne halt noch überhaupt keine Items und so. Da könnt ihr jetzt nichts von mir erwarten. Es wird aber richtig witzig werden, die ganzen Items wieder neu zu entdecken. Selbst die alten Items wurden ja überarbeitet, einige. Sodass sie nicht mehr den gleichen Effekt haben. Haben wir auch schon gesehen bei der Batterie. Die hat jetzt ja auch einen anderen Effekt. Man kann sie halt nicht mehr so einsammeln als Item, sondern nur einmalig kann man sie einsammeln. Und dann füllt sie dein Space-Item halt auf. Ist nicht schlecht gelöst. Finde ich eigentlich recht nice. So, wir haben jetzt einen Schlüssel, deswegen gehen wir mal... Was? Jo, die hängen einfach an der Wand. Was seid ihr denn für coole Dinger? Was haben wir da? Oh, Lockdown. Aber wir haben einen Schlüssel. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall in den goldenen Raum und kriegen ein blaues Haar. Piskes. Tears up und was? Das sieht nett aus. Sieht auf jeden Fall stärker aus als das andere. In den Shop können wir nicht, deswegen... Da war noch die Amnesia-Pille. Warum auch immer ich die jetzt einsetzen sollte. Oh, au. Wie kommt man denn daran? Gar nicht. Wie soll man denn an das Herz rankommen? Ha, weiß ich nicht. Und Gürdi Junior. Nice. Hi. Bist du genauso... Ja, du bist genauso wie der Alte. Wir haben Knockback. Es gibt Knockback. Das gab's vorher nicht, oder? Nee, ich glaub nicht. Hab ja nur 200 Folgen Isaac aufgenommen. Wir haben Knockback. Richtig geil. Und, was ist das? Ein Schlüssel? Latchkey. Lock up. Einfach nur zwei Schlüssel, oder wie? Oh, weia.
Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wer der erste Endboss sein... Guck mal, das ist eine Zeit. Warum ist da eine Uhr? Wer der letzte Endboss sein wird? Ob das auch wieder nur Mar... Ja, wahrscheinlich Mar. Aber vielleicht hat sich da ja auch was verändert. Oh, weil... Wow, ja genau. Geht mal weg. Oh Gott, vor denen hat man ja richtig Angst. Nein, warte, warte, warte. Boah, die wirken viel bedrohlicher als in dem alten. Aber viel bedrohlicher. So, dann stirb du einfach mal. Schon wieder eine Batterie. Stimmt, hätten wir eben eigentlich einsetzen können. Leider vergessen. Was haben wir hier? Was war das denn? Was war das für ein Typ in der Mitte? Das finde ich aber doof, dass es die immer noch gibt. Die mag ich immer noch nicht. Oh, es gibt bestimmt auch neue Gegner in den heftigeren Räumen. Oh weia. Das wird noch richtig hart werden. Geht weg, ihr Spinn. Hat er eine Bombe im Kopf? Nee, oder? Sonst hätte ich ja Angst, dass er explodiert. So. Kann man da reinfallen? Nee, was ist das denn hier? Einfach nur eine Pfütze. Okay. Was haben wir da? Mom's Wig. Yay! Wie bescheuert sehen wir denn jetzt aus? Was hat... Huch, wir haben eine Spinne. Hey, kleine Spinne, komm mit. Du läufst nur random im Raum rum, oder wie? Okay, Mom's Wig bringt also eine blaue Spinne. Gut, merken wir uns. Was für komische Items es hier einfach gibt. War hier irgendwo eine Kiste? Nee, nur diese Batterie. Das war so das Zeichen. Da hätten wir eine Arcade. Wollen wir mal rein? Ja, komm, wir gehen mal rein, um zu gucken. Sieht genau... What? Wieso haben wir denn jetzt drei Spinnen? Wie geil. Okay, komm, wir spielen jetzt einfach mal. Es ist alle... Es ist einfach alles flüssiger. Geilo, Matiko. Wo kommen die Spinnen her? Aber eben hatten wir drei. Hat sich eine umgebracht? Oh, jetzt kann man noch viel schneller spielen. Das ist auch gut. Okay. Ja doch, gefällt mir. Der ist kaputt. Ich bin mal gespannt, ob er uns auch dieses... Aua, ein Item gibt. Das er uns sonst auch immer gibt. Das Flylove. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier ein bisschen spielen. Hören wir uns jetzt anders an, weil wir die Perücke aufhaben? Ernsthaft? Gut möglich. Hätte ich mal drauf achten sollen. Und unsere Spinnen bringen sich alle um, deswegen gehen wir jetzt hier einfach raus. Pö. Ich will meine Spinnen behalten. Hier, Spinne, töte alles. Ja, die Spinne greift an. Aber wann bekommen wir neue Spinnen? Das frage ich mich gerade. Einfach random oder wenn wir... Hä? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir Scheißhaufen, wenn wir irgendwas töten? Was ist das denn? Wir haben einen Scheißhaufen als Trinket. Was der wohl bringt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist voll nice, dass wir diese ganzen Spinnen haben. Los, meine Spinnen, holt den Schlüssel da drüben. Okay, dann nicht. Und was seid ihr für komische Viecher? Man kann einfach Spinnen kontrollieren. Das habe ich mir so gewünscht beim alten Isaac. Das ist ja richtig nice. Ich weiß noch nicht, in welchem Zusammenhang Spinnen mit Moms Wicked sind, aber keine Ahnung. Guck mal, da kann man Donation. Fanny Pack filled with goodies.
Was haben wir denn? Wir haben doch gar nichts bekommen. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall können wir hier Geld reintun. Komm, wir Donation. Da, wir haben dir 7 Geld gespendet. Kriegen wir was? Was hat uns das gebracht? Hä? Na gut, sprengen wir das in... Verdammt, ich muss sie umstellen, die beiden. Spreng- und Space-Item ist komisch. Hä? Wozu? Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann später nochmal. Man kann Geld spenden? Zum Aufbewahren oder wie? Damit man das über die Ebene nicht verliert. Oder man bekommt es dann vielleicht sogar im nächsten Run oder was? Das wäre nice. Man tut es da einfach rein für diesen Run. Und dann hat man das Geld im nächsten Run. Das wäre witzig. So. Wollen wir da einfach mal unser ganzes Geld reintun? Vielleicht kommt ja irgendwann mal was raus. Komm, wir spenden jetzt einfach alles. Herr Blue Map. Oh. Cool, wir können eine blaue Mappe finden. Eine blaue Karte. Ja, super. So, wir haben leider keine Bomben, sonst würde ich mal nach einem Geheimraum suchen wollen. Na, komm her. Sehr schön. Was ist das? Wing Worm. Wie geil ist das denn? Nehmen wir mit. Jojo, das nehmen wir mit. Chap. Wie er guckt. Aber so eine hochgezogene Braue. Oh, der ist auch richtig riesig. Wie saugeil das alles ist. Ich bin richtig geflasht gerade. Hat der Edmund McMillan richtig gut gemacht, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Ich bin happy. Achso, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Elvidia, dass er mir dieses Spiel geschenkt hat. Ohne, dass ich nachgefragt habe. Einfach so. Nur dank ihm ist das hier alles möglich. Ja. Der gute Elvidia von Instant Gamers. Und wir haben Lil Chubby freigeschaltet. Und kriegen unser erstes Lebensupgrade. Nicht? Doch. Sehr schön. Also nochmal danke an dich, Elvidia. Bist der Beste. Und wir sind einen Raum vor dem Boss-Battle. Vor dem ersten. Eine Ebene davor. Ich höre tote Sachen flüstern. Aua. Das Twinket ist voll geil. Boah. Hä? Damit trifft man ja gar nichts. Los, geh kaputt. Ja, Gehirnis. Euch gibt's auch. Ihr habt es auch hierher geschafft. Das ist ja dull. Jetzt sind wir alle eine große Familie. Hä? Ja, er bewegt sich, wenn man ihn trifft. Nice. Richtig geil. Was haben wir hier? Ich weiß zwar nicht, was das darstellen soll. Vielleicht ein After? Keine Ahnung. Aber sieht witzig aus. Nee, ernsthaft? Hä? Ich habe Leben verloren. Warum habe ich Leben verloren? Ach so, wegen dem Feuer. Ich dachte schon, ich darf nicht stehen bleiben. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Ich hab ja nur eine Bombe. Das heißt, ich komme da nicht rüber, wenn ich jetzt nicht die... Wenn ich die Bombe hier falsch einsetze, dann komme ich nicht wieder darüber oder wie? Das wäre ja voll doof. Warte, womit mache ich meine Bombe? Damit, gut. Das ist ja voll doof. Das heißt, man kann sich einfach alles verbauen, oder wie? Nicht gut. Nicht gut gelöst. Hä? Wie mache ich den Schaden? Nur wenn er oben ist? Warte, wir setzen mal das hier ein. Ja, Tatsache. Hä? Wie tötet man die? Hallo? Ah, die sind einfach nur so da. Ich glaube, ich muss den hier einfach nur töten. Kann das sein? Ja. Oho. Oho, oho. Was? Oh, Fliege. Wieso? Ich hab Spinnen. Fliegen können wir nichts anhaben.
Hammergeil. Was haben wir hier noch? Okay, der Sound gefällt mir aber doch. Der ist so irgendwie richtig düster. Der vom alten Isaac war natürlich episch. Aber das hier passt viel mehr zu der Atmosphäre. Hat er gut gemacht, der Gute. Und Lockdown ist wahrscheinlich wirklich Lockdown, aber wir nehmen es trotzdem mal. Das ist schon die dritte. Beim alten Isaac war das ja nicht so, dass die Lockdown eine wirkliche Lockdown war, glaube ich. Auf jeden Fall wird das immer gesagt. Ich bin ja auch mal gespannt, wann die ersten Leute die Bugs hier finden. Es gibt bestimmt wieder Bugs. Irgendwelche. Oh, deswegen... Was? Genau! Übertreib! Alter! Schießen die einfach so einen Kacklaser? Strengths, okay, das kenne ich ja auf jeden Fall noch. Genau! Sind da einfach Spinnen an der Wand, die Laser schießen können. Überaus geil, ja, ja. So, dann haben wir nur noch ein Leben. Das Pentagramm! I like that Pentagramm. I like that. Jetzt haben wir leider nur noch ein Leben. Dies ist nicht so toll. Aber hier scheint noch irgendwo eine Bombe zu sein. Nicht? Ach doch, hier oben. Ja, ja, gut. Gut, gut. Wir haben nur einen Weg, wo wir lang gehen können. Hä? Ach nee, da unten können wir auch noch lang. Ja, komm, wir haben genug Schlüssel. Können wir mal reingucken. Ein Sparschwein. Auch schön. Und ein Herz. Komm, wir donaten alles. Warum nicht? Eine blaue Mappe. Eine blaue Karte haben wir dadurch schon bekommen. Njum. Tachchen. Jo! Wie geil ist das bitte? Auch wieder neue Gegner. Und ich liebe dieses Furzgeräusch von diesen Typen. Oh Mann. Dollar! Nein, wieso haben wir alles gespendet? Ist doch bestimmt so wie die Brille, oder nicht? Money gleich Power, ja. Wie sehen wir jetzt aus? Yeah! Wir sind Lady Gaga. Nice one. Na komm, danke. Hier haben wir noch ein Herz, sehr schön. Wie riesig die Ebenen aber einfach sind. Es steht doch nirgendwo, ob es eine XL-Ebene ist oder nicht. Das ist echt heftig. Und ich habe gehört, es gibt wieder so richtig massig an verschiedenen Räumenarten, Räumstrukturen. Über 1000 waren das, glaube ich. Das ist echt heftig. So, wen haben wir hier? The Gate? Okay. Was kannst du? What the fuck? Yo! Okay, das ist ja richtig der Endboss. What the fuck? Warte, was? Warte! Ich komme nicht klar, was ist das hier? Okay, aber er hinterlässt irgendwie Herzen, warum auch immer. Ich hätte vielleicht meine Stärkekarte einsetzen sollen. Fällt mir gerade so auf. Was ist das denn für ein Assi-Boss? Oha, den will ich nicht nochmal. Der war ja sauassig. Mom's Contacts. Nice. Yeah, jetzt sind wir richtig eine Fame-Bitch. Gefällt mir gut. Warte, wir gucken nochmal kurz nach einem Geheimraum. Oh, das ist hier natürlich jetzt komisch, weil die Räume so komisch angeordnet sind. Ich vermute einfach mal. Nee, hä? Trotzdem in der Mitte? Hä? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt nach einem Geheimraum suchen soll. Warte mal. Nein! Oh Gott. Gut, wir suchen nicht nach einem Geheimraum, oder doch? Wir gucken einmal hier oben. So. Was war für die Bombe? Das? Ja. Nee, kein Geheimraum. Dann eventuell hier unten. Ja. Okay, interessant.
Und unser allseits bekannter Freund Greed ist wieder da. Oh, den können wir jetzt aber... Nee, wir haben nur noch eine Bombe. Aber wir könnten ihn eigentlich voll ausnutzen. Ich bin mal gespannt. Nee, wir kommen nicht raus, wa? Wir kommen nicht raus, bevor wir alles getötet haben. Man kann ihn also nicht mehr ausnutzen. Gut, das hat der Edmund auch gut gelöst. Muss ich einfach mal sagen. Wo hätten wir hier? Oh, Tatsache, in der Mitte von der rechten Ebene dann. Also von der rechten Hälfte. Hätte man sprengen müssen. Nicht mehr einfach in der Mitte. Okay. Ja, schade, dass wir den jetzt nicht ausnutzen konnten. Sonst wären wir immer stärker geworden, dank unserer Brille. Und jetzt sind wir beim Boss. Beim ersten Boss. Wäre natürlich schnieke, wenn wir das jetzt schon schaffen würden. Noch ein Baby. Sister Maggie, hi. Hey, Sister Maggie. Hast du es auch in dieses Spiel geschafft, ja? Ja, ist das schön. Oh, und ihr auch. Das ist aber nicht so schön. Ihr hättet nicht in dieses Spiel reingemusst. Ihr seid nämlich nervig hier, ja? Aber kein Problem. Aber ich habe noch keinen blauen Stein gesehen. Ich habe jetzt auch nicht richtig drauf geachtet, aber ich glaube, ich habe keinen einzigen gesehen. Wäre schade, wenn es keine blauen Steine mehr geben würde. Dann könntet ihr mich nämlich gar nicht mehr verbessern. So. Und die rollenden Gedärme haben es auch wieder geschafft. Nice. Und ich habe das Gefühl, dass man dieses Baby viel schneller aufladen kann, als das Brimstone aus dem alten Spiel. Nee, nee, ist ungefähr gleich gut. Okay, gut. Bin ja mal... Mich würde ja mal interessieren, ob das Brimstone-Baby genauso viel Schaden macht wie der normale Brimstone. Oder ob das irgendwie mit mir skaliert oder was weiß auch immer. Wie ist die Rimmel? Aber ich glaube, wir haben schon richtig gute Items. Und ich überlege gerade, ob wir in die Arcade gehen sollten. Ah, lassen wir das. Da will ich nicht vorbei. Wir schauen erstmal hier oben. Hä? Achso. Gut, also merken, diese weißen komischen Dinger kann man nicht besiegen, es sei denn, man besiegt die anderen Gegner im Raum. Was seid ihr für coole Leute? Hä? Hä? Geh mal weg. Was? Oh, wir werden noch stärker. Yay. Warte mal, wenn ich... Oh ja, das geht auch. Okay. Ja, nett, nett. Hat der Edmund aber coole Sachen gemacht. Ich bin sicher, wir werden noch so viele neue Sachen entdecken. Das wird so schnell nicht langweilig. Wir haben genug Schlüssel. Lass mich da durch. Wie geil das aussah. Wie wir das aufgeschlossen haben. Hierophant, das hat doch blaue Herzen gegeben, nicht wahr? Richtig. Oh, eine Stärkekarte haben wir auch noch. Die sollten wir auf jeden Fall gleich mal einsetzen. Hä? Die ziehen mich an sich ran. Was seid ihr denn? Hör mal bitte auf. Hä? Achso, das sind gar keine Gegner. Die ziehen einen an sich ran. Hammergeil. Oh, ich dachte, dass wir ein Leben verloren hätten, aber das ist ja gar nicht so. Das ist einfach nur ein blaues Herz. Oh, weia, da muss man ja voll aufpassen. Die ziehen einen einfach an sich ran. Hallo, Mutti. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser Bug immer noch geht. Er funktioniert anscheinend wirklich noch. Ja. Okay, dann ist das ja einfach. Hübsche Hand. Nee, funktioniert nicht. Nein, nein. Der Edmund hat das anders gemacht. Wir sollten vielleicht mal das einsetzen und unsere Stärkekarte auch. Warte, was? Warte. Oh Gott, nein, ich will dich besiegen. Nein, Mutti. Alles voll eng hier. Ich sollte vielleicht mehr in der Mitte bleiben. Nein, wir werden sterben. Oder? Komm schon! Mutti, stirb! Oh, wir sind aber auch gleichzeitig gestorben. Drei Errungenschaften bekommen. Vier. Do
As I'm told, my lord, what the fuck? I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. Danke Gott. And just like that, it was over. Oh, wie geil sieht das denn aus? Foto machen. Foto machen. So, jetzt können wir mal sehen, was es dann noch alles für Gegner gibt. Erstmal die ganzen Entwickler und Artisten und die Musiker und die Tester. Eduardo! Wir haben The Womp freigeschaltet. Wir haben die Challenge 20 freigeschaltet. Wir haben die Harbinger freigeschaltet. Wir haben den Cube of Meat freigeschaltet. Nice one. Ja gut, das war dann der erste One, würde ich sagen. Ein Tod, 17 Items bekommen, 8 Secrets erhalten, 8 Errungenschaften. Krass. Krass, krass. Was denn für Secrets? Naja. Ja, schöne Sache. Dann können wir jetzt nächstes in den Womp gehen. Ich glaube, wir sind eben in dem Moment, wo wir Mom besiegt haben, beziehungsweise eine hundertstel Sekunde danach, auch noch gestorben. Aber haben es ja trotzdem geschafft. Weiter als Mom mussten wir ja nicht kommen. Ist aber echt hart, dass man nach... Also, dass Mom jetzt nicht mehr mit dem Bug geht. Dann muss man Mom wieder normal machen. Das ist schrecklich. Da muss ich erstmal wieder drauf klarkommen. Mann, Mann. Aber oh, wir haben es geschafft. Das war die erste Runde The Binding of Isaac Rebirth. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es wird noch so viele neue Items geben, die wir noch nicht entdeckt haben. Es wird so viele neue Mechaniken geben. Ich bin mal gespannt, jetzt echt, wer den ersten Bug findet und wer überhaupt alles Mögliche macht. Echt, echt heftig. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Edmund, da hast du was echt Geiles produziert. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.